Sie noch gesehen, ob Ihre Tochter in Richtung des Zeltes Ihres Freundes gegangen ist? Nein, aber ich glaube nicht, dass Sophie das war. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ihre Tochter hatte auch gar kein Problem mit ihrer Beziehung zu Nicole. Das habe ich nicht gesagt. Ich meine, es ist eine schwere Zeit für Sophie. Sie ist mitten in der Pubertät und ich habe mich von ihrem Vater getrennt und habe ja auch einen neuen Mann kennengelernt. Und natürlich ist das eine harte Zeit für sie. Und sie mag Udo auch nicht besonders und wir streiten uns deswegen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie ihn mit einer Lanze angreifen würde. Mama, dein Udo ist mir sowas von egal. Mir ist dieser ganze Mittelalterkram nur nicht egal. Der ist sowas von peinlich. Mit Udo kannst du glücklich werden, wenn es dich glücklich macht. Ist okay. Mach, was du willst. Sophie, ich weiß überhaupt nicht, was dir daran so peinlich ist. Ich meine, das ist ein ganz normales Hobby. Und es ist immer noch wesentlich besser, als den ganzen Tag nur vor der Glotze abzuhängen. Ja, was du dann am Freitag machst, ist mir völlig egal. Aber dass du deine Tochter vernachlässigst, das geht überhaupt nicht. Hey, das stimmt gar nicht. Andrea ist eine gute Mutter zu Sophie. Ja, gute Mutter, jawohl, die noch nicht mal zu diesem Wettbewerb kommt. Hä? Aber lieber dann mit dir rummacht. Ja. Aber Wettbewerb war auch wieder ein schönes Stichwort. Ja, war nämlich am 3. September waren ja diese Stadtmeisterschaften, an denen Ihre Tochter im Hochsprung teilgenommen hat und übrigens auch den ersten Platz belegt hat. Ich meine, warum waren Sie nicht dabei? Sie haben es Ihrer Tochter versprochen gehabt. Ah, ich habe es verschwitzt. Ich dachte, es wäre ein Wochenende später gewesen. Aber Sophie, ich habe es dir doch schon gesagt. Es tut mir wirklich leid. Und bitte glaub mir doch. Ja, es geht dir ja auch nicht nur um den Wettbewerb. Ne? Seitdem du mit diesem Pausenclown da zusammen bist, da bist du überhaupt nicht mehr ansprechbar. Du realisierst ja überhaupt nichts mehr. Du lässt an den Wochenende, wo du im Steinbruch bist, da lässt du die Kleine alleine zu Hause. Da muss sie sogar selbst für sich kochen, muss die. Ja? Also, Andrea, merkst du überhaupt noch was? Wenn ich im Wochenende unterwegs bin, dann koche ich vor für Sophie. Und ich meine, mit 14 kann man sich das schon mal wahr machen, das kriegt sie schon auf die Reihe. Die Kleine interessiert dich doch nicht die Bohne. Du bist doch nur neidisch, dass ich wieder Spaß am Leben habe, dass ich einen interessanten Mann kennengelernt habe, der mich inspiriert und mit dem ich auch andere interessante Menschen kennenlerne. Waren denn diese grundsätzlichen Unterschiede, was die Freizeitgestaltung angeht, die gemeinsame, war das der Grund für Ihre Trennung? Naja, aber auch. Ich meine, unsere Ehe dümpelte nur noch so vor sich hin. Ja? Also, wir haben im Grunde genommen jeden Abend nur noch vor dem Fernseher gesessen und uns angeschwiegen und das höchste der Gefühle war vielleicht mal, dass wir hin und wieder eine Pizza essen gegangen sind. Aber da hat Peter die ja auch nur so runtergeschlungen, um möglichst schnell wieder vor den Fernseher zu kommen, damit er auch ja nichts verpasst. Und ich bin für so ein Leben wirklich noch zu jung. Ja. Jetzt bin ich wieder alles schuld, hä? Ja. Aber du hast doch selber den Arsch nicht mehr hochgekriegt. Du warst dafür nichts zu motivieren. Ich wollte mit dir eine Motorradtour machen, da hast du gesagt, oh, das ist mir aber zu anstrengend. Aber auf einmal entdeckst du deine Abenteuerlust, hä? Seitdem du da mit diesem langhaarigen Ritter da zusammen bist. Du hast doch keine Ahnung von mir. Das hat dich doch die ganzen Jahre nicht interessiert, wer ich wirklich bin. Ach, so. Und jetzt ist Schluss. Es geht hier um Ihre Tochter. Nur, falls Sie es vergessen haben. Ihre Tochter ist ja diesem 3. September 2011 hier am Steinbruch gewesen und ist zu Ihnen gegangen. Wird Sie überrascht haben, oder? Ja, klar, natürlich. Sophie ist da so gegen 14 Uhr aufgetaucht und ich war total überrascht. Aber das war doch genau in dem Moment, wo sich Ihr Freund mit diesem Holger Menzel eine wilde Schlägerei geliefert hat, oder? Ja, genau. Ich meine, ich habe Sophie erst nicht mitbekommen wegen der Schlägerei. Aber dann, als ich sie gesehen habe, da hat sie mich ja auch gleich total angepumpt. Da ist auch kein Wunder. Ja, habe ich einen Grund zu gehabt. Tut mir leid. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist richtig. Aber ich muss mich deswegen noch lange nicht als Flittchen beschimpfen lassen, die den Verstand zwischen den Beinen hat. Genau das hat sie mir nämlich an den Kopf geknallt. Also das, Sophie, muss man sich in der Tat nicht sagen lassen. Wie lange haben Sie und Ihre Tochter sich gestritten? Naja, so 5 Minuten höchstens. Ich meine, ich war ja wegen der Schlägerei auch noch völlig durch den Wind. Aber ich meine, Ihre Tochter ist einfach halt nicht mit der Beziehung mit Udo Kolper einverstanden. Ist denn das so schwer zu begreifen? Ja, genau, das ist ja der Punkt. Sophie hätte ja am liebsten, dass Udo wieder aus meinem Leben verschwindet. Sie wirft mir die ganze Zeit nur vor, dass ich mich lächerlich machen würde. Mama, es ist einfach nur mega peinlich, wie ihr euch aufführt. Wir haben nicht Karneval. Oh Gott, und wie ihr immer redet. Krimelt hier, Gottfried da. Oh mein Gott, ich muss kotzen, Mama. Aber es ist doch nicht dein Problem, Sophie. Es ist doch unsere Sache. Es ist nicht mein Problem? Natürlich ist es ihr Problem. Die wird doch in der Schule gemobbt. Ach. Hör doch mal auf. Ich meine, also, das würde ich doch mitbekommen. Ich bin ja schließlich auch regelmäßig da. Du kriegst doch gar nichts mehr mit. Ich unterrichte doch schließlich da. Mama, du peilst überhaupt nichts mehr. Ja, genau. Zeig mal deiner Mutter dieses Video hier auf dem Handy. Doch, komm. Ah, nein. Doch, zeig es ihr mal. Sophie, wenn es zu dem Thema passt, können wir uns gerne anschauen. Hätte ich gerne gesehen. Bring sie doch vor. Ich habe es auch nicht gesehen. Jetzt wird es hilfreich. Bring es ihr. Wenn ich das, ich habe auch so eine Geschichte, dann können wir uns sogar in groß anschauen, wenn das passt mit dem Timer. Bitte schön. Danke. Ach ja, das sind doch immer die gleichen Eingänge. Und kriegen wir hin.
Das schauen wir uns auch mal das Handyvideo an. Da hast du wieder die Alte von Sophie gesehen. Die denkt wirklich, die wäre aus dem Mittelalter. Ja, ja. Und der Freund von der, boah, auch so ein Ritter. Ja, gesehen. Voll den Schwertkampf. Sing ja mal ein Sophie, du bist ein Freak, genau wie deine Mutter. Jetzt geh schnell nach Haus, sonst lachen dich alle auf. Der Junge da. Wahnsinnig witzig. Der Junge da in dem Video, das Damian. Papa, nein, bitte nicht. Bitte. Nicht musikalisch. Komm, Sophie, das ist jetzt wichtig. Komm. Sophie, hier. Hände wieder zurück. Was ist denn los mit dem Jungen? Der Junge da in dem Video, das ist Damian. Ja? Und das ist Sophies, oder es war Sophies Schwarm. Ja? Kannst du dir überhaupt vorstellen, was du angerichtet hast? Wie die Kleine sich fühlt, wie die verletzt ist? Die war total verknallt. Du hast überhaupt keinen Plan, was du da anrichtest. Das habe ich doch nicht gewusst. Ich meine, ja, hätte ich das mitbekommen, dann hätte ich doch was unternommen. Mensch, das nimmst du dir auch zu sehr zu Herzen. Du musst da über solche dummen Jungs einfach drüberstehen, Sophie. Sag du meiner Tochter nicht, was sie machen soll oder was sie nicht machen soll. Ja, ganz ruhig, ja. Meine Herren, meine Herren, Scharmützel. Nein, das ist doch gut. Scharmützeln Sie woanders rum. Frau Gerling, Ihr Freund und der Holger Menzel, die haben sich ja unmittelbar vorher geschlagen, kann man so sagen, mittelalterlich frisch geprügelt, als ihre Tochter angekommen ist. Ging es zwischen diesen beiden Männern nur um die Verteilung von Rollen, wenn man wieder Herr spielt und wer den Knecht spielt, so wie er es uns hier erzählt hat? Naja, also es war schon so, dass der Holger, der war schon ziemlich sauer, weil eben Udo den Heerführer spielen durfte an dem Wochenende und er nur Knappe war. Und da hat er sich ungerecht behandelt gefühlt und hat auch ziemlich rumgestänkert nach dem Spiel. Das war alles? Aber naja, Sie haben schon recht, es ging noch um mehr. Also der Holger hat halt, der hat mich gedrängt, dass ich mit ihm essen gehen soll und hat sich ziemlich an mich rangemacht, so in real life. Und aber ich glaube nur, das war alles, weil er Udo ärgern wollte. Mensch, der ist doch total scharf auf dich. Das sieht doch jeder, das weiß doch auch jeder. Er hat doch keine Chance gegen dich, Schatz. Ja, aber... Ach. Ja, und wer hat jetzt die Schlägerei gewonnen? Na, Udo, er hat ihm ein ziemliches Pfeilchen vor. Genau. Und darf ich... Das ist doch offensichtlich. Und dafür hat sich Holger Menzel kurz danach mit der Lanze bedankt. Ja. Zwischen Kriemel und Gottfried. Das ist vollkommener Quatsch. Hätte der Holger, ja, der Holger hätte mich zum Kampf herausgefordert. Der würde niemals so feige von hinten auf mich rankommen und mich, ohne dass ich mich wehren kann, irgendwie niederstechen. Ja, das niemals. Hättest du vielleicht gemacht. Aber er weiß doch, dass er gegen dich keine Chance hat. Also ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass er das so gemacht hat. Und ich habe ihn ja schließlich auch nach dem Streit in Richtung von Udos Zelt laufen sehen. Das hat der Herr Menzel nie abgestritten, damit wir uns ganz klar sind. Denn er hat ja ausgesagt, dass er ihre Tochter gesehen hat, wie sie aus dem Zelt rauskam und weggelaufen ist. Ja, das glaube ich nicht. Da lenkt er nur von sich ab. Noch Fragen an die Zeugin Gerling? Nein. Wir haben diesen Herrn Menzel da. Holger Menzel, bitte nehmen Sie bitte hinten Platz. Bleibt unvereidigt. Die Ähnlichkeit ist durchaus da. Herr Menzel, bitte nehmen Sie Platz. Herr Menzel, Sie wissen aber schon, dass wir hier vor einem neuzeitlichen Gericht stehen. Ja, bitte eure Verzeihung. Ich komme direkt vom Mittelalter. Ich musste meinen Stand noch aufbauen. Und wenn ich meine Garderobe noch gewechselt hätte, wäre ich nicht zur rechten Zeit hier gewesen. Ich nehme es mal so hin, Herr Menzel. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. 55, man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Menzel, Ihr Vorname ist Holger, Sie sind 54, wohnen in Solingen. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Schaukämpfer und Händler. Ich verkaufe Mittelalterwaren auf dem Markt, Lederwaren, Schmuck, Bücher, alles, was der Edelmann oder die... Also, Dame von edlem Gemüt so benötigt. Das ist doch meine Fresse, ey. Also der Vogel, der ist ja noch bescheuerter als wie dieser Ritter aus Leidenschaft da hinten. Herr Gerling, holen Sie einfach mal Luft, damit Sie zuhören können. 100 Euro Ordnungsgeld, ersatzweise 2 Tage Ordnungshaft. Jetzt reicht jetzt! Entschuldigung. Mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Herr Menzel, kurz bevor der Herr Kolbe mit dieser Lanze hier schwer verletzt worden ist, sollen Sie eine heftige Auseinandersetzung mit ihm gehabt haben. Ging es dabei tatsächlich nur darum, wer die Rolle spielt, Chef und Untergebener? So ist es. Er hat mal wieder alles an sich gerissen. Da ist mir natürlich der Kragen geplatzt. Da kommt so ein Grünschnabel und meint, der Laden gehört ihm. Mit mir nicht. Wie lange leben Sie schon im Mittelalter?
Wie lange leben Sie schon im Mittelalter? Ich mache das seit 15 Jahren. Das ist mein Leben. Ich mache das nicht aus Flucht am Wochenende, aus dem Alltag. Ich bin kein Wochenendritter. Ich lebe dafür. Aber seit der Udo bei uns wird nur noch geklünkelt. Er spielt sich auf, als wenn er der Chef wäre und meint, er könnte alles bestimmen. Weißt du was? Du bist doch einfach nur sauer, weil die Leute mich ernst nehmen und dich offenbar nicht. Meinst du, ich krieg deine Klünkeleien nicht mit? Dem einen schenkst du eine Flasche Shampoos, damit er dich wählt bei der Heerführerbesprechung. Dem anderen reparierst du das Auto. Das Einzige, was du sehr gut kannst, ist dich einschleimen. Ach, Holger, hör doch auf. Ich meine, ich bin einfach nett zu den Leuten. Wo ist dein Problem? Erzähl mir das mal. Ja, nee. Wir können es uns schon vorstellen. So, wer hat angefangen mit der Schlägerei? Also ohne ein Wort der Warnung ist er einfach auf mich losgegangen. Das stimmt überhaupt gar nicht, ja? Er hat die ganze Zeit, hat er rumgemosert, hat mich die ganze Zeit blöd angequatscht, ist nachher noch zu Kriemhild, hat sie noch angequatscht und wollte sie zum Essen einladen. Und da habe ich dich zum Kampf herausgefordert. Das weißt du ganz genau. Das ist wohl wahr. Da war die Sache auch erledigt für mich. Warum sollte ich dir dann noch einen Rennspieß in den Hintern rammen? Das waren die Kleinen, die habe ich aus dem Zeltraum gebracht. Warum waren Sie in dem Moment in der Nähe des Zeltes von... Ich wollte zu meinem eigenen Zelt und mich umziehen. Mein Zelt da steht zwei Zelte weiter von seinem. Und da kamen sie wie von der Tarantel gestorben, wie so ein geölter Blitz aus seinem Zelt gerannt. Gleich Richtung Ausgang. Also, edler Menzel, oder soll ich sie Kettwiesel nennen, warum sollte denn meine Mandantin Udo Kolb angreifen und dann auch noch verletzen? Ich meine, Sie hatten sich doch gerade mit dem erlauchten Herrn zu Ihrer hinteren Seite in der Wolle. Aber ich war nicht in seinem Zelt, sondern Sie. Und ich kann allerdings auch ganz gut verstehen, warum sie so erbost war, warum sie so ärgerlich war, nachdem wie ihre Mutter sie behandelt hat vorher. Was haben Sie von dem Streit zwischen Mutter und Tochter mitbekommen, Herr Menzel? Also nach der Schlägerei mit dem Udo. Da ist der Udo gleich abgedüst, gleich weg. Ich nicht. Ich bin noch geblieben, weil ich konnte seine Visage nicht schon gleich wiedersehen. Und da wurde ich halt dann unfreiwillig Zeuge, wie die zwei sich in die Haare gekriegt haben. Das war übel. Das war richtig übel. Ja, und zum Ende sagt dann Andrea noch zu ihrer Tochter, dass sie in Ruhe lassen soll und abhauen soll. Die Kleine, die hat mir richtig, richtig leid getan. Die stand da. Also ich stand da wie begossener Pudel. Aber meine Mandantin ist danach zu ihrem Vater gerannt, keine 5 Minuten später, und hat sich trösten lassen. Während Sie in Ihrer martialischen, mittelalterlichen Welt auf Rache gesonnen haben. Ja. Ganz genau. Na? Trotz des Lebens, was ich führe, kann ich immer noch ausgezeichnet Realität und Spiel unterscheiden. Ach, Herr Menzel, ich weiß nicht. Wenn ich Sie so anschaue, glaube ich eher, dass Sie noch viel mehr in der Nicht-Realität verhaftet sind. Ich glaube, Sie sind an diesem Nachmittag nicht zurückgekommen. Ich meine, in die Realität. Und ganz ehrlich, was muss das für eine Schmach gewesen sein für Sie, auf dem mittelalterlichen Schlachtfeld von Ihrem Konkurrenten dahingestreckt und erniedrigt worden zu sein? Sie sannen auf Rache! Und da war er dann, der Spieß, der dann stecken musste in dem Arsche des anderen. Und da haben Sie noch reingesteckt. Das ist doch gar nicht wahr. Der Udo hat doch angefangen. Er hat angefangen, weil er Schiss hatte, dass ich vielleicht doch mal bei seiner Andrea landen könnte. Was? Sag mal, du bist doch nicht ganz sauber. Du Würstchen, ich soll Angst vor dir haben? Ich meine, du denkst doch echt, dass du ein Ritter bist. Im Gegensatz zu dir sind für mich Ehre und Ritterlichkeit keine Worte ohne Wert. Das kann doch alles nicht wahr sein. Sag mal, Andrea, kriegst du überhaupt noch irgendwas mit? Also, die prügeln sich für dich. Ist es das, was du willst? Na, wolltest immer noch du das, hast du das Zeit in der Ehe für mich? Wolltest du, dass ich mich aber für dich verprügle? Das ist alles geisteskrank. Das ist unglaublich. Hört auf zu streiten, bitte. Papa, Mama meint das nicht so. Das sind nur ihre Spielchen. Du weißt, kennst sie doch. Sophie, Papa. Ich meine das ernst. Das ist keine Laune von mir, dass es aus ist zwischen deinem Vater und mir. Ich meine das absolut ernst. Mama, ist du vorbei. Lügst. Hör auf zu lügen, Mama. Bitte hör einfach auf damit. Ich lüge nicht. Ich liebe deinen Vater einfach nicht mehr. Ich liebe Udo. Versteh das doch bitte. Akzeptier das. Dieser scheiß Udo macht alles kaputt. Sag ich doch. Nur Sophie, vorhin haben Sie ja immer gesagt, dass das Einzige, was ich störe, das sei das mittelalterliche Spielereichen und das sei voll peinlich. Aber uns sei völlig egal, was jetzt mit Ihrer Mutter und Udo ist. Aber das hörte sich eben total anders an.
Das war mir auch völlig egal, weil ich mir ganz sicher bin, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen. Dass Mama muss sich nur ein bisschen austoben, dann wird das wieder was. Ich weiß das. Was ist los darauf, Sophie? Ihr liebt euch noch. Wir reisen voneinander bestimmt wie so eine Familie. Bitte, Mama. Herr Gerling, wie sehen Sie das eigentlich? So wie Ihre Tochter, oder? Ja. Also Sophie hat im Grunde recht. Ich liebe Mama? Andrea wirklich noch. Gesagt. Andrea, Mensch, gib mir doch noch eine Chance. Ich werde mich ändern für dich. Wir werden unheimlich viel unternehmen. Ich mache alles, was du möchtest. Komm doch zurück zu uns, bitte. Komm. Es ist zu spät. Ich liebe Udo. Sophie, bitte akzeptiere das. Ich bin glücklich, Mama, mit Udo. Dann war das mit dem Heiratsantrag ernsthaft gemeint? Wirklich? Du willst das wirklich machen? Was für ein Heiratsantrag, Sophie? Ich meine, noch sind Ihre Eltern verheiratet. Ja, als ich in den Steinbruch gekommen bin, dann kniete dieser Drachentöter von meiner Mutter und hat sie gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. Und sie hat ja gesagt. Aber Sophie, das war doch nur Spaß. Das gehörte doch noch mit zum Spiel. Mama, dieses dämliche Spiel. Ich kapiere den Unterschied doch gar nicht mehr zwischen Realität und Spiel. Ich kapiere das doch nicht mal mehr. Was du angerichtet hast. Ja. Na ja, Sophie, schauen Sie mal. Ist gut. Sie haben ja also gehofft, dass Ihre Eltern sich wieder versöhnen. Jedenfalls bis dahin. Aber so ein Heiratsantrag, wenn man den so sieht und auf Knien und so ganz mittelalterlich, das klingt schon ziemlich ernst, ne? Ja, ich war total sauer, weil ich wirklich dachte, dass Mama endlich kapieren wird, dass sie zu mir und Papa gehört. Aber anscheinend hat sie das ja nicht. Ja, Sie machen doch den Udo für Ihre gesamte Misere verantwortlich. Er steht doch in Ihren Augen der Versöhnung Ihrer Eltern im Weg. Wollten Sie sich deshalb an ihm rächen? Na komm, Sophie. Erzähl der Richterin, wie es richtig war. Hm? Also, eigentlich ist es ja alles meine Schuld. Ich bin schuld an dieser Misere. Ich wollte dich zu Mama fahren, damit die ein schlechtes Gewissen bekommt und wir vielleicht noch mal neu anfangen können. Aber das hat ja alles wieder gemerkt, dass nicht geklappt. Und außerdem hat sie sich ja schon längst entschlossen mit den Ritter. Sophie, das ganz im Ernst, das ist bestimmt alles viel. Das habe ich jetzt auch hier so mitbekommen, dass das für dich einfach eine ganz große Sache auch ist. Aber ganz im Ernst, ich bin ja auch nicht böse. Egal, was du jetzt sagst, ich bin nicht sauer auf dich. Udo, ich wollte dir doch gar nicht wehtun. Ich habe nicht nachgedacht. Ich stand da und hatte plötzlich diesen Heiratsantrag vor Augen. Und ich habe vor mir gesehen, dass ihr beide heiraten werdet. Und es hat mich alles total fertig gemacht. Und dann hatte ich plötzlich diese Lanze in der Hand. Und ich habe nicht nachgedacht und einfach zugestoßen. Udo, es tut mir alles so leid. Ich wollte das gar nicht machen. Ich fühle mich so schlecht deswegen. Ihr beide wart so glücklich und wir waren so unglücklich. Und es tut mir alles so leid. Komm. Ist okay. Schwamm drüber, okay? Ja? Ja. Ich hoffe, dass wir beide vielleicht oder dass wir drei dann auch zusammen, dass es vielleicht besser läuft. Weil ich mag dich wirklich. Vielleicht können wir beide ja auch Freunde werden und dann passt das vielleicht ein bisschen besser. Okay? Schwamm drüber. Kriegen das hin. Noch Fragen an den Zeugen Menzel? Nein. Nehmen Sie bitte hinten Platz, bleibt unvereidigt. Dann kommen wir zum Schlussbericht der Jugendgerichtshilfe. Frau Lorenz, bitte. Ja, es scheint ja wirklich so zu sein, dass die Trennung der Eltern Sophies eigentliches Problem ist, worum es ja im Grunde ging. Sie hat aber auch gesagt, dass es ihr leid tut. Sie bereut, was sie getan hat. Und ich glaube, dass das Verfahren hier heute ja auch eine Lehre gewesen ist. Deswegen meine ich, dass es ausreichend wäre, wenn sie zur Ableistung von Sozialstunden verurteilt würde. Mhm. Werte Fragen oder Anträge gestellt? Schließe die Beweisaufnahme, Staatsanwalt. Holde Vorsitzende, die Angeklagte hat mich hier beeindruckt in mehrfacher Art und Weise. Ich glaube, ihr Sprechanteil war deutlich höher als ihrer, Frau Vorsitzende. Das muss man erst mal schaffen. Da habe ich einen gewissen Respekt davor. Sie hat zum Schluss auch noch ein Geständnis abgelegt. Das würde ich sogar sagen, war echt und von Reue getragen. Auch das war gut. Die Tat an sich hat mich ehrlich gesagt weniger beeindruckt. Die ragt auch heraus, denn die war schon recht brutal und die war schon sehr massiv für so ein junges Mädchen. Eine ganz unterirdische Performance hat hier ihr Erziehungsberechtigter geleistet. Auch das muss ich Ihnen sagen, ungern in Gegenwart ihrer Tochter, aber die war eh den ganzen Prozess dabei. Sie lügen für ihre Tochter, kann man ja fast noch verstehen, aber sie lügen hier vor Gericht für ihre Tochter und sie stiften ihre Tochter dazu an, hier auch mit der Unwahrheit durchzukommen. Das war schlecht, meine ich. Ich sehe das genauso. Sozialstunden sind hier absolut angemessen. 120. Die Angeklagte ist hier zu verurteilen wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Hübsch. Hohes Gericht, Frau Vorsitzende, ich stimme dem Herrn Staatsanwalt in einem Punkt überein, dass der erziehungsberechtigte Vater gewiss keine glückliche Rolle heute hier abgegeben hat, aber auch nicht die Mutter. Kinder sind das Abbild der Eltern und letztendlich soll das keine Entschuldigung sein, aber mit 14 Jahren ist man halt einfach auch voll in der Pubertät, man ist in der Entwicklungsphase. Ich hätte von erwachsenen Personen einfach mehr erwartet.
Aber sie hat die Tat gemacht. Sie ist getragen von Reue. Ich glaube, es tut ihr wirklich leid. Ich sehe keine schädliche Neigung. Und deswegen meine ich auch, bei gemeinnützigen Arbeiten kann man es hier belassen. Ich bin nur der Meinung, dass man sie weit unter 120 Stunden ansiedeln sollte. Und ich würde anregen, sie nicht dann im Steinbruch oder bei irgendeinem Kettenhemd-Massaker einzusetzen, sondern vielleicht was Sinnvolles in einem Altenpflegeheim oder vielleicht auch im Tierheim. Vielen Dank. Vielen Dank. Wollen Sie einen Antrag stellen, Herr Gerling, als Erziehungsberechtigter? Ich hoffe, Ihnen haben Sie das letzte Wort. Es tut mir alles so leid und ich möchte einfach nur, dass wir alle wieder glücklich sind. Sophie, und mir tut es leid, dass ich nicht gesehen habe, wie unglücklich du warst. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte ist einer gefährlichen Körperverletzung schuldig. Sie hat im städtischen Tierheim Weststraße 80 Arbeitsstunden zu verrichten. Es wird davon abgesehen, der Angeklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Ihre eigenen Auslagen trägt sie aber selber. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. In der Tat konnte ich mich in diesem Verfahren recht gemütlich zurücklehnen, was die Angeklagte betrifft. Denn sie haben wirklich gut ihre Interessen wahrgenommen, Sophie. Ich habe mich allerdings nicht so sehr zurückgelehnt, wenn ihr Vater fortlaufend dazwischen gegangen ist. Das mochte ich nicht so. Man hat hier deutlich gespürt, dass ihre Eltern auch ein massives Problem haben und noch mitten in dieser Trennungsphase sind. Aber gut war auch Sophie, dass sie am Ende es zugegeben haben. Auch mit Unterstützung ihres Vaters, der es Gott sei Dank nach fast einer Stunde eingesehen hat, dass er hier letztendlich mit einer Falschaussage, mit dem falschen Alibi, sie die ganze Zeit unterstützt. Aber das ist das Falsche, sich über ein Alibi, ein falsches, zu verpoltern. Ja. Ich denke, so am Ende der Verhandlung habe ich von Ihnen sehr viel Sinnvolles gehört, dass es Ihnen leid tut. Ich habe Sinnvolles gehört von Ihren Eltern, dass man sich mal versucht, ein bisschen besser auseinanderzusetzen. Und das, denke ich, ist doch ein gutes Ende eines Verfahrens. Dass Sie selbstverständlich im Tierheim ein paar Arbeitsstunden zu verrichten haben, 80 genauer gesagt, das ist völlig klar. Ja? Denn mit diesem Spieß im Hintern muss nicht jemand rumlaufen. Ja? Gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute? Die Verhandlung ist geschlossen. Peter Gerling wurde wegen unehrlicher Falschaussage zu einer Geldstrafe von 900 € verurteilt.